Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Hallo. Wir holen dir noch den Zauber für Zückung. Ja, genau. Den Kjaun. Das ist etwas sehr Praktisches. Ja, das... Du hattest den ja bei mir schon gesehen und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir den beide verwenden können. Ich würde vielleicht auch für die Bärdotter Pfeile mit Verzauberung nochmal holen. Oh, das war nicht schlecht. Machen wir. Dass sie zumindest ein oder zwei auf Halde hat. How gratifying. Ja, das ist gar nicht mal so. Ja. Du hast ja billig und so. Ja, der kostet zwar ordentlich was. Also 700, aber das ist es mir halt, das ist es voll wert, ne? Ich hoffe, ich kann den überhaupt noch lernen. Bestimmt. Let's see, sonst muss ich noch eins auf Hexerei setzen. Da. Danke. Nein! Was hast du denn für Zauber in der Hexerei? Du kannst. Nee, ich habe nur einen Punkt und ich darf noch nichts der Stufe Adept lernen. Ei, ja gut, dann machst du das beim nächsten Mal. Ist nicht schlimm. Hätten wir drauf, ich habe auch nicht dran gedacht. Sorry. Ja. Nächstes Mal. Ja gut, das kann passieren. Das ist, ja. Ich habe daran auch nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber das ist nicht schlimm, das, wie gesagt, dann beim nächsten Mal lernen. Ach, das kommt beim nächsten Mal. Aber dann würde ich auf jeden Fall, kannst du ihr noch so zwei, drei Pfeile holen? Ich wollte da gerade hin. Hat die denn Verzauberung? Silbernes Gift, Niederschlag, Energiewolken, verlangsamt, die hat keine Pfeile in die Richtung. Was? Ja. Ich dachte, ich habe mal bei ihr geholt, nicht? Nee. Ja, okay, schade. Einen einzigen habe ich noch. Naja, gut, ist ja nicht schlimm. Du lernst das ja wahrscheinlich bald. Genau. Gut, dann müssen wir uns wieder fortbewegen. Ich würde tatsächlich... Nee, wir laufen Richtung Osten, das geht auch. Würde ich sagen, oder? 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 Hm? Wir laufen Richtung Osten. Ja, auf jeden Fall, oder? Sorry, ich dachte, das ist beschlossene Sache. Ja, nee, weil ich überlege, wir haben ja diese Gärten gemacht. Ah, nee, wir könnten uns eigentlich auch hin teleportieren. Mhm. Könnten wir auch. Lass uns den nördlicheren Ausgang nehmen. Ich habe eine Idee, weil wenn man auf die Karte guckt, war hier gleich eine Brücke mit so einem kleinen... I don't know, mit so einem... irgendwas. Und da stand ein Typ, das weiß ich noch, wir haben den noch nicht angesprochen. Ja, auf einer Brücke hier. Oder neben einer Brücke oder so. Okay. Oh. Würde ich sagen, los geht's. Ich vertraue dir. Also ja, das... auf wieder ins Wilde. Und da scheint irgendeine Mauer zu sein. Ja genau, hier ist eine Mühle. Ah, oh, was ist das? Oh, stimmt. Oh Gott, ihr wurde angesprochen. Ich sage zu. Warte kurz. Mann, was kommt? Wer ich bin? Wer seid ihr denn? To answer your question, my partner and I were part of an ill-fated cohort of legionnaires sent by Lieutenant Selenia to inspect this church. I suspect the eerie goings-on at that very church for why Livia and I are trapped in our bones instead of prancing about the Hall of Echoes right now. And I do mean trapped. Oh, what I give to see my... Oh! What is that? I thought I heard a zombie. As I was saying, oh, what I'd give to see my darling wife, Marisa, once more. Was eure Frau Marisa angeht. Huddly waddly doodle pop. Light of my life, fire of my flesh. Since I'm good as dead, I'd do anything to be able to deliver one final letter to my dear Marisa. If I tried to go back to civilization, though, I'd be zapped, speared, or smashed on sight. It rattles my bones just imagining it. Say, you're alive. Heartbeat, squishy parts and all. Perhaps you could deliver it for me.
Just remember, this is a private matter between man and wife. No peeking, if you please. Okay. Was ist bei der Kirche los? Into the entrance if you keep along this road, though I wouldn't recommend it if you value keeping your skin attached to your face. The place is teeming with necromancers and the ghastly creatures they've been resurrecting. Lava, hellfire, a bone shrine, and that's only in the courtyard behind us. I'm afraid our troop never made it past the horror that lurks there. Bin aber weg. Übrigens, mir fällt gerade was ein. Was? Wenn wir auf so viele Nekromanten treffen, es gibt einen Zauber, mit dem ich die beschworenen Viecher direkt wegzaubern kann. Ja? Ja. Ich glaube, den würde ich mir holen. Den kann ich nämlich noch lernen. Weil ich glaube, das wird uns helfen. Ich sehe sonst echt... Also, ne... Nee, das wird uns helfen, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich das mal schnell machen. Muss ich leider wieder zurücklaufen. Ja. Kann er nicht mal laufen? Ich würde einfach mal hier warten, weil, oder? Ja, das mit dem Laufen ist uns echt irgendwie, ja. Bringt ja auch nichts, wenn ich mitlaufe. Ja. Warum ist denn da eine Kiste? Meinst du die, die ich schon ausgenommen habe? Hast du die ausgenommen? Ich glaube... Ah, nee, die nicht. Ein verstaubtes Pergament. Warum? Okay. Was ist denn mit meinem Typen los? Der will ja gar nicht reinlaufen. Ach, die Tür ist zu. Soll ich das mal lesen? Ja, gerne. Ihr habt die erste meiner geheimen Schwestern gefunden. Ein großer Sieg für den unerschrockenen Reisenden. Ihr mögt ein eifriger Entdecker sein, aber nur eine ganz außergewöhnliche Seele wird sich meines fantastischen Schatzes als würdig erweisen. Löst dieses Rätsel und ihr macht den ersten von 4 Schritten auf dem Weg zu meinen glitzernden Tiefen. Ein Vollmond, ein Hochzeitsring, ein weit aufgerissenes Auge. Welche Ziffer bin ich? Oh, da müssen wir uns gleich mal mit beschäftigen. Ich habe noch ein Tagebuch gefunden, den würde ich nochmal ganz schnell vorlesen. Dann können wir uns das dem Rätsel widmen. Ich habe sein Buch gelesen. Moment. Geliebte Marisa, wenn ihr das liest, bin ich nicht mehr da. Aber verzweifelt nicht, meine Liebste, denn ich werde euch im Jenseits mit offenen Armen erwarten. Gebt auf euch 8 Honigmäulchen und vergesst nicht, dass es für mich nichts Wertvolleres als euer Glück gibt. Also nehmt die verriegelte Kiste. Nehmt meine verriegelte Kiste und macht ausgiebig von ihrem Inhalt Gebrauch. Das Gold darin soll euch eine ganze Zeit lang versorgen. Für immer euer Blossius. Ich habe gehört, wir können da so eine Kiste klauen. Willst du wirklich der Ehefrau jetzt auch noch die Kiste klauen? Ja. Der Typ ist ja tot, sie weiß es ja nicht. Ist das nicht ein bisschen gemein? Was? Ich hab dich nicht verstanden, der Sound ist so schlecht. Ja, okay. Du bist noch oben im Gasthaus, oder? Ja, Zerstörung von Beschwörungen, genau. Verursacht bei einem Wesen immensen Schaden. Das will ich haben. Ah, apropos. So, ich lerne den Zauber. Sehr schön. Sehr gut, ich warte unten auf dich. Ja, weil das wird sich lohnen. Glaube ich auf jeden Fall. Es lohnt sich schon die ganze Zeit, aber... ja. Oder hätte sich schon gelohnt. Ja. Okay. Ich kam raus. Gut, noch einmal zu deiner Queste. Ah ja, soll ich schon mal vorlesen? Warte, das Rätsel nochmal. Ein Vollmond, ein Hochzeitsring, ein weit aufgerissenes Auge. Welche Ziffer bin ich? Ein Vollmond? Warte mal. Ich muss da nochmal zuhören. Also ich muss mir das mal aufschreiben. Warte mal. Okay. Nochmal. Ein Vollmond? Ein Hochzeitsring. Warte mal. Ein Vollmond, ist das richtig? Ja, ein Vollmond. Mhm.
dann ein Hochzeitsring. Ja. Ein weit aufgerissenes Auge. Welche Ziffer bin ich? Keine Ahnung. Eine Null? Ja, aber wohin soll uns das dann führen? Kannst du den ganzen Zettel nochmal vorlesen? Ja, ja. Ihr habt die erste meiner geheimen Schwestern gefunden. Ein großer Sieg für den unerschrockenen Reisenden. Ihr mögt ein eifriger Entdecker sein, aber nur eine ganz außergewöhnliche Seele wird sich meines fantastischen Schatzes als würdig erweisen. Löst dieses Rätsel und ihr macht den ersten von 4 Schritten auf dem Weg zu meinen glitzernden Tiefen. Mhm. Das heißt, wir müssen noch 3 andere Botschaften finden. Also noch so Truhen, ne? Ich denke. Aber ich glaube, ich weiß, wo eine ist. Okay. Ich wollte gerade sagen, dass ich mir gar nicht so sicher wäre, dass alle 4 Truhen in Cycil sind. Weil es sagt ja ganz klar, ich bin die erste von 4 Truhen. You know? Ich würde einfach mal hier gucken gehen. So. Ja. Nee, hier ist nichts tatsächlich. Erste von 4 Truhen. Also ich weiß es auch nicht, ob die alle in Zeistel sind. Aber es wäre ein Versuch wert. Mhm. Einfach mal jetzt nochmal genauer zu gucken. Ja. Zum Eimer, Stadt. Nicht benutzen. Nee, hier ist erstmal nichts. Eine von 4 Truhen. Ich meine, wir können ja eh noch irgendwie so ein bisschen was wegklauen. Die andere Wahrheit ist, wir wissen doch auch gar nicht, was wir damit machen wollen. Ja. Also wir haben jetzt eine Ziffer, aber was sollen wir mit den Ziffern überhaupt tun? Das ist es halt. Aber das werden wir dann ja erfahren. Genau, ich glaube, das ist eher etwas, was man sich einfach so für nebenbei aufhebt. Oh, ich habe einen Schlüssel anscheinend für eine Tür gehabt. Oh. Oh, warte mal. Ich glaube... Ist das nicht? Nee. Moment. Wir können runter. Oh, ja. Komm mal. Aha, hier ist Reginalds Tagebuch. Das ist doch der Jongliertyp. Oh. Was steht denn hier drin? Welch ein Glückstag. Auf einem Ausflug zu den Stränden der Schwarzen Bucht habe ich einen unglaublichen wertvollen Fund gemacht. Einen sprechenden Kopf. Katharina behauptet, dass er das Ergebnis von Quellenmagie ist. Aber wie könnte ein derart albernes Etwas auf dunkle Magie zurückzuführen sein? Er besteht darauf, dass sein Name Nico ist, aber ich glaube, ich werde ihn Stefano nennen. Das ist ein Name, der dem Flair eines Schaustellers gerecht wird. Wie es der Zufall will, kennt diese Kuriosität bereits die eine oder andere Geschichte. Und diese Stimme meiner Aufführungen auf dem Jahrmarkt wird von allen die einträglichste sein. Ich platze fast vor Freude, wenn ich an Cedrics dummen Gesichtsausdruck sehe. Kann es sein, dass wir da vielleicht mal gucken müssen, ob wir vielleicht mal mit den anderen Jongliertypen reden? Vielleicht, ja. Das wäre doch eine Idee. Gibt es denn noch was für euch gibt? Nö, ne? Ich glaube, das war alles relativ wertlos. Naja, egal. Dann gut. Gehen wir halt wieder raus. Haben wir mitgenommen. So, dann müssen wir mal gucken. Dann gehen wir doch zum Jahrmarkt, ha? Ja, vielleicht können wir ja hier eine Quest lösen, ne? Das ist immer gut. Weil hier ist auch bestimmt irgendwo eine Truhe und so. Ja gut, die Truhe will ich gar nicht zu ernsthaft suchen, aber... Ja, okay. Ich überlege, reden wir mal mit den anderen, die Bühnen haben, weil mit denen haben wir noch gar nicht geredet. Hier ist zum Beispiel jemand. Ich komm auch. Ich will zu. And who are you?
supposed to be? Erzählt mir von etwas von euch. I should have been one of the greats. But here I am gathering peasants to watch peasants perform broadside pageants for peanuts. Euer Schluckauf ist aber sehr hartnäckig, würde ich sagen. No, really? I hadn't noticed. If not for this ridiculous condition, you'd know me as the king's favorite thespian. Wo kann ich Material zum Spielen finden? Don't you have an impressive library here in Sicil? I'm sure that beast of a librarian could rustle something up for you. Ihr seid der Bühnenmeister. Ich würde vielleicht gerne etwas darbieten wollen. Das können wir ja mal machen, ja? Take it up with Katharina. Ah, mit Katharina müssen wir mit ihr reden. She's the master of this pig circus after all. Okay, mit ihr reden wir gleich. Wir haben ja hier drüben noch einen. Das ist Cedric. You there. Sit. Stay a while. Right in front. I'll excite you. I'll delight you. I'll beguile you. I'll besmile you. I'm Cedric the Sensational and I'm playing to an empty audience. Erzählt mir von euch. Don't pity me. No, sir. Just a few years ago, I was the all-singing, all-dancing, all-sensational darling of the town. People, when Reginald came, he brought some fantastic prop with him. Now, have you seen it? A talking head. Now, I never expected a silly gimmick like that to be my main competition. Erzählt mir von dem Konkurrenzkampf zwischen euch und Reginald. It seems even my usually choosy audience has been taken in by that hack's little gizmo. I'm a man of skill, sleight of hand, feats of wit, and pure entertainment. This curio is ruining what used to be an art. And even when there's no crowd to speak of, old Reggie still has at least one fan calling bravo and hee-haw. Sure as the sun sets, that one devotee attracts five more, and those five more all curious about the commotion. I don't know how he inspires such loyalty with less talent contained between his hat and his boots than I've in my crusty handkerchief. Okay. Müssen wir noch mit Katharina sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier vielleicht den guten Reginald aufhalten müssen. Ja, das kann ich mir jetzt auch gut vorstellen. Zombie ate your dog? Orc sunk your ship? No matter! You're at Katharina's fair, a veritable summer home for troubled minds. Won't you take a seat and let our esteemed entertainers whisk you off to a better place? Erzählt mir von euch. Well, I'm Katharina the Fair. Fairest First Lady of the Fair, of course. I do love making the acquaintance of my patrons. And who knows which of them might become one of my performers. I've an open stage in want of talent, and I've often found the best young performers among the rank and file of the audience. Eine offene Bühne, sagt ihr? Was wäre, wenn ich gern etwas darbieten wollte? The theater's fever has overcome you, has it? Marvelous! I do so love a fresh green talent ready to bloom. But I support players, not writers, you see. If you want to perform here, you'll have to find tried and true material. Check the library and see if any of the classics there interest you. I'd love to see a source hunter's take on one of the old standards. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall dann bei ihr das machen. Aber jetzt können wir hier mit Reginald vielleicht nochmal reden. Sackmore, I see. Well, I can't say I'm surprised. What with Stefan rattling off legendary yarn after yarn. Take a seat, won't you? Lasst uns über euren sprechenden Kopf reden. Why do I care what tall tales you've heard about Stefan's origins? Try to do something about it, if you dare. The fair's full of legionnaires who'd love no better entertainment than cutting down a source hunter for stirring up trouble. Okay, dann vielleicht erstmal. Haben wir mit dem schon mal geredet? Ja, haben wir, aber ich weiß nicht, wie viel.
Ich frag mal hier, wie steht's mit eurem Wertstreit mit Cedric? Yes, I know of that Talendus Bull. He was here entertaining the troops before I was brought in. I'm sure the hacks simply bored his audience to tears until they cried for a replacement.